Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade am Stein mit dem Pino und ich zeige euch heute mal meine Putzroutine. Also jetzt, wenn es noch ein bisschen kälter ist, wenn die Pferde hier Winter zu haben, fange ich meistens mit so einem Furminator an. Der hat hier so Zacken und damit kann man halt das Winterfell rausziehen. Damit bekommt man auch gut den Dreck raus und wenn es dann verklebt ist. Aber der funktioniert echt gut und den habe ich auch mit dem Gelgriff. Und damit fange ich meistens an. Das meiste Winterfell kann ich mir zwar schon draußen, aber ich mache das trotzdem, da kommt immer was raus und dann kann man auch den Dreck gut halten. Damit putze ich eigentlich überall bis hier auf den Knochen stellen, also hier in der Schulter. Und die Beine mache ich damit nicht, den Bauch mache ich damit auch nicht, damit hier ein bisschen hin. Aber sonst mache ich hier den Hals und den Rücken. Die Pino kraut gerade an seinem Waldstein. Und mit dem mache ich das Ganze dann auch hier so grob aus. Danach nehme ich meistens so eine Bürste von Schmeide. Die hat so ganz lange Borsten und da sind auch schon viele Haare dran. Und dann kriegt man die losen Haare, die jetzt hier noch auf dem Rücken und auf dem ganzen Körper verteilt hat. Die kriegt man damit echt gut raus. Die ist übrigens von Löster. Mit der mache ich dann auch den Bauch sauber, weil die einfach total weich ist. Und damit mache ich hier die losen Haare am Bauch und wenn da noch so kleine Äffchen und was auch immer, mache ich damit raus. Wenn ich dann damit fertig bin, nehme ich mir eine Wurzelbürste. Die sieht quasi so aus und die ist auch schon ziemlich haarig. Und damit mache ich dann die Beine. Und wahrscheinlich schon. Ja. Damit schrubbe ich dann auch die Fesselbeulen. Das ist nicht, damit der Matsch gut rausgeht. Ich mache jetzt nur die eine Hälfte, die andere Hälfte putze ich dann noch später. Aber damit ihr das gut sehen könnt, mache ich jetzt nur die eine Seite. Danach nehme ich mir dann meistens meine Mähnenbürste. Die ist von Löstau in grün, hat auch wieder einen Gelgriff. Da hängen auch schon viele Haare drinnen. Muss ich irgendwann mal wieder sauber machen. Ich habe die jetzt ewig nicht mehr sauber gemacht. Dann mache ich dann Schweif und Mähne, also den Teil von der Mähne, den man bürsten kann, weil der Pino ist ja Norweger. Und er hatte dann eigentlich eine Stehmähne, aber ich habe gedacht, ich lasse sie bei ihm mal lang wachsen, weil ich es einfach total süß finde. Als erstes nehme ich dann den Thank you.
Und es ist auch nicht so schlimm, wenn ich hier alles für euch mache. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass sobald ich dann die Männer anfange, oder den Tribe anfange zu kämpfen, dass ich dann eh alles, was da noch drin hängt, dass ich das mache. Und auch wenn ihr mehr Leute gerade geguckt habt, kommt man hier halt auf. Und dann fange ich immer so ein Stück an. Ich halte mich fest und dann kann ich mich verbinden. Und dann gehe ich halt immer ein Stück höher und achte darauf, dass ich festhalte, damit ich auch so wenig fahre. Dann hier oben die kleinen Haare. Danach mache ich gleich die Mähne. Da halte ich hier oben am Ansatz fest, weil die ja schon noch ein bisschen länger ist. Hier kann ich das noch nicht so gut kennen. Hi dir! Ich fällt irgendwann runter, aber hier kann ich auch so viel Heu und Boden rausziehen. Pino ist immer noch fleißig an seinem Leitstelle beschäftigt. So, hier kann ich noch ein bisschen raus. Jetzt versuche ich dann so gut wie möglich durchzukämmen und eben die ganzen Sachen wie Stücken, Heu, Stroh, Kugel, was man mit rein. Dann machen wir natürlich noch von hier. Dein Shop. Die andere Seite mache ich ja dann später noch, weil sonst könnte es irgendwie nicht gehen. Und danach nehme ich mir meistens eine von meinen Magic Brush Bürsten. Ich habe eine rote, eine gelbe und eine schwarze. Die waren so ein Hack dabei. Ich habe mir jetzt einfach mal die rote genommen. Und damit mache ich dann nochmal so Bereiche wie hier. Einfach so den ganzen Körper da, wo es noch arg verklebt und dreckig ist. Hier auch. Das mache ich dann mit Teerhalt sauber. Und ich gehe hier vorne zwischen die Beine, weil sich ja dann auch oft Matsch und Dreck sammelt. Das kann verkleben und wenn die Pferde dann laufen, kann es sein, dass es dann reibt und es für die Pferde dann schmerzhaft ist. Und deswegen gehe ich hier dann auch mit der Magic Brush. Für mich ist das jetzt schon sauber, weil ich mache das ja immer. Genau. Hier ist auch so. Ich muss aufpassen, weil der hat sich auch verwundet. Ja, ich muss mal das rein. Dann mache ich das so gut wie möglich mit der Länge. Die Wunden, da habe ich jetzt das Etikett schon abgemacht, weil das total mit Dreck verklebt war und so von dem ganzen Haaren im Putzkasten. Und deswegen habe ich das abgemacht. Und da sprühe ich jetzt einfach mal rein. Das war auch meine Wunde, aber die ist jetzt eigentlich schon recht gut verheilt. Da muss ich nicht mehr
drüber machen, weil da ist das Fell nicht mehr. Ja, ich weiß, das ist komisch, aber ich habe hier so ein Baumwolltuch bzw. Tücher, aber ich habe immer nur eins in meinem Putzkasten. Das ist einfach dafür da, damit mache ich dann seine Augen sauber, wenn er irgendwie Verklebungen in den Augen hat. Und damit mache ich auch seine Nüstern sauber, falls da irgendwie viel Schleim drin ist. Und genau, dann gucke ich halt immer, wenn nichts drin ist, dann mache ich es nicht. Und so hat er jetzt hier eigentlich nichts Großartiges drinnen. Muss man natürlich gucken, dass man ganz vorsichtig ist. Sind auch nicht verklebt. Eine Woche? Genau. Hast du an die App? Da. Danach nehme ich mir dann meistens noch mal ein Stück Kaffee. Ich finde die total schön, weil die ist total weich. Die ist schwarz und haarig. Und die hat hier auch so Holz. Und ja, damit gehe ich dann meistens einfach nochmal über den Hals drüber und auch an der Brust vorne. Und damit gehe ich eigentlich nochmal so über den kompletten Körper drüber. Damit fertig bin, sieht sie meistens so aus. Also die zieht sehr, sehr viele Haare hier drauf. Und danach nehme ich meine kleine Bürste fürs Gesicht. Die ist nicht besonders großartig, die hat halt einfach viel weichere Borsten und die ist auch ziemlich klein, damit man irgendwie nicht in die Augen oder so kommt. Das Gesicht hier mache ich dann auch auf. Damit ich auch hier, da wo das Halfter immer drauf liegt, weil der ja manchmal ein bisschen drückt, weil es so noch Dreck oder so ist, dass ich das da auch schön sauber mache. Genau. Mache ich eigentlich hier, wenn ich damit fertig bin, kann ich das hier machen. Gucke ich immer noch hier über den Augen. Auf dem Nasen, an der Stirn. Die Ohren mache ich auch mal den Ohrenansatz ein bisschen und meistens massiere ich dann die Ohren auch ein bisschen, indem ich so ausstreiche. Und genau, dann mache ich hier das unterm Hals, damit alles, falls da irgendwie Matsch oder so ist. Und wenn ich damit gehe ich dann auch nochmal komplett vor allem hier oben bei der Mähne, weil da, weil ich, also beim Pino ist es so, dass man sich da auch schnell verklebt und mit der bekommt man einfach richtig gut. Dann mache ich auch hier hinten an der Kuppe, das ist ja auch ganz schön. Und hier bei den Beinen. Den Vorderhof zeige ich euch jetzt nicht, weil der Pino hat ein paar Gleichgewichtsprobleme bei den Vorderhufen und es wird dann ein bisschen länger dauern und ich muss das auch immer wieder absetzen und das wird ein paar Minuten dauern und deswegen mache ich dann nur noch
beim Kino immer den Hof, den sucht der Tiefgehalten, weil wie gesagt, er hat ein Gleichgewichtsproblem. Wenn ich ihn jetzt so hoch halte, ist es für ihn sehr anstrengend. Bei den Vorderfüßen müssen wir halt noch viel üben, bei den Hinterfüßen. Genau. Und wenn ihr dann noch besonders weggeht, dann nehme ich mir meistens noch mal diese Bürste hier, die Smile, oder ich nehme mir noch mal eine Kadetsche oder eine Magic Brush. Heute ist er eigentlich nicht besonders massiv und deswegen bin ich dann eigentlich auch schon fertig. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euer Pferd so putzt oder welche Bürsten ihr auch habt. Und genau, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.